Hallo meine Lieben, hier ist nochmal Sabine aus Florida. Ja, also wer mich kennt, weiß ja, dass ich schon sehr viel gelacht habe über diese ganze Sache, gerade so die letzten Tage. Aber das, was jetzt gestern und heute wieder hier aufgetaucht ist an Oberwahnsinn, es fehlen einem ja wirklich die Worte. Ne? Also kann irgendjemand in Deutschland diesen Quatsch denn noch ernst nehmen? Was stimmt denn nicht mit euch? Also ich meine, jetzt erzählt der Drosten allen Ernstes, dass sich Geimpfte auch bitte infizieren sollen am besten, weil dann wird die Immunität nochmal verstärkt. Also man wird am besten vor einer Ansteckung geschützt, indem man sich ansteckt. Ja, also das ist ja schon mal der totale Wahnsinn, da fällt einem ja gar nichts mehr ein. Erst immer, oh Gott, ihr dürft euch nicht anstecken, ihr müsst alle geimpft werden, das ist ganz wichtig, damit ihr euch nicht ansteckt oder damit ihr euch nicht infiziert und so weiter und so fort. Also alles ganz wichtig. Und jetzt plötzlich soll man sich anstecken, auch wenn man geimpft ist, obwohl man ja eigentlich, wenn man geimpft ist, sich nicht anstecken könnte, wenn es eine richtige Impfung wäre. Ne? Also eine richtige Impfung heißt ja eigentlich, ich kann mich nicht anstecken. Aber im Moment ist ja die richtige Impfung gar nicht mehr, ich kann mich nicht anstecken, sondern ich kann es nicht übertragen. Ach nee, das ist ja auch schon erledigt. Ich bekomme keine schweren Verläufe. Oh, da kann ich euch was zu sagen, das ist nämlich auch nicht erledigt. Und der Tod schon gar nicht, weil, na gut. Also pass auf, weil der Lauterbach, also ich meine, er ist wahnsinnig, oder? Da sind wir uns doch alle einig. Also irgendwas ist doch bei dem nicht richtig, tut mir leid. Also der hat gesagt, ich habe es hier, ne? 17.51 Uhr. Lauterbach warnt Geimpfte vor Infektion. Der SPD-Gesundheitspolitiker, also da geht es ja schon los, da ist ja schon der erste Witz. Karl Lauterbach hat vollständig gegen Corona geimpfte Personen davor gewarnt, sich mit dem Virus zu infizieren. Es ist nicht, bis jetzt kommt's. Es ist richtig, dass eine Corona-Infektion nach einer doppelten Impfung die Immunität abrundet. Ist das nicht perfekt? Also ich lasse mich impfen, um mich vor der Krankheit zu schützen, dann lasse ich mich nochmal impfen, weil die erste Impfung nicht gereicht hat, am besten auch noch drei oder viermal, ist ja egal. Aber um dann wirklich diese Immunität abzurunden, also um wirklich geschützt zu sein vor dieser Krankheit, muss ich mich noch infizieren. Was ja eigentlich nach der Impfung gar nicht geht, na egal, sagte er in der Funke Mediengruppe. Aber ich würde niemandem empfehlen, sich freiwillig zu infizieren oder eine Ansteckung auch nur zu riskieren. Jetzt kommt's. Auch vollständig Geimpfte können mit schweren Verläufen ins Krankenhaus kommen. Und kommt, jetzt kommt's noch besser. Außerdem gibt es das Risiko von Long-Covid auch bei Geimpften. Eine solche Praxis, jetzt wird es noch besser, vergrößere Lauterbach zufolge zudem die Gefahr für alle Ungeimpften auf eine riskante Art und Weise. Also ich meine, ich lasse mich nicht impfen, weil ich keine Angst vor diesem Schwachsinn habe. Und wenn die anderen Angst haben und sich impfen lassen, was ja nichts bringt, weil sie müssen einmal geimpft werden, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und sich noch infizieren, um vor der Infektion geschützt zu sein. Was habe ich denn dann damit zu schaffen? Also ich komme da überhaupt nicht rüber klar. Also es ist wirklich, es wird immer lustiger. Also es wird mittlerweile so grotesk. Also das machen die jetzt mit Absicht eigentlich. Die machen das mit Absicht so grotesk und die Leute raffen trotzdem nichts und rennen zu dieser Bratwurstimpfung. Also ich war sorry, tut mir leid. Also das wollte ich einfach nur sagen. Es ist einfach nur noch zum Lachen. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.